In der Stadt ist man für kurze Strecken mit dem E-Scooter oft flotter unterwegs als mit dem Auto oder den Öffis. Auch hier muss man sich an Regeln halten. Wo darf ich mit dem E-Scooter fahren? Der E-Scooter gilt unter der Voraussetzung, dass er die Geschwindigkeitsgrenzen von 25 km/h nicht überschreitet und nicht mehr als 600 Watt Spitzenleistung hat, als Fahrrad, als Elektrofahrrad, und hat daher auch die gleichen Verpflichtungen und Berechtigungen, Verkehrsflächen zu benutzen wie das Fahrrad. Das ist einmal der Geh- und Radweg, der Radfahrstreifen, der Mehrzweckstreifen und natürlich auch die Fahrradstraße. Das heißt, auf diesen Verkehrsflächen darf ich mit dem Scooter fahren. Wenn ein Gebot ist, wie üblicherweise mit einem runden Verkehrszeichen, dann muss ich diese Verkehrsfläche benutzen. Wenn ein quadratisches Verkehrszeichen dort ist, dann darf ich sie benutzen, darf aber parallel auch die Hauptfahrbahn verwenden. Wer darf mit dem E-Scooter fahren? Jede Person, die berechtigt ist, ein Fahrrad zu lenken, darf auch mit einem Elektroscooter fahren. Das sind alle Personen ab 12 Jahren, die dürfen alleine fahren. Wer noch nicht 12 Jahre ist, entweder in Begleitung einer mindestens 16 Jahre alten Begleitperson, oder wer einen Fahrradausweis hat, darf auch schon unter 12 Jahren alleine am Straßenverkehr mit dem Elektroscooter teilnehmen. Muss ich einen Helm tragen? Helmtragepflicht besteht für alle Kinder bis 12 Jahre, unabhängig davon, ob sie einen Fahrradausweis haben oder nicht. Bei Personen, die älter sind, ist es zu empfehlen, zumindest also dort, wo dichterer Verkehr ist, jedenfalls auch einen Fahrradhelm zu tragen. Wie muss der E-Scooter ausgerüstet sein? Am Scooter muss drauf sein eine weiße Lampe nach vorne, ein rotes Licht nach hinten, Reflektoren nach vorne weiß, nach hinten rot, seitlich gelb, und es muss auch eine entsprechende Bremsanlage da sein, die wirksam ist. Muss ich beim Abbiegen Handzeichen geben? Es gelten die allgemeinen Verkehrsregeln, etwa auch, dass man den anderen Straßenbenutzern rechtzeitig das beabsichtigte Ändern der Fahrtrichtung oder die Änderung des Fahrstreifens anzeigen muss. Das heißt Handzeichen geben. Darf ich den E-Scooter überall abstellen? Der E-Scooter darf nur dort abgestellt werden, wo er nicht verkehrsbehindernd ist, und auf Gehsteigen nur dann, wenn der Gehsteig mindestens 2,50 Meter und mehr Breite hat, und dort natürlich auch nur so, dass er niemanden gefährdet oder behindert. Abgesehen davon ist das Abstellen von Scootern etwa im Bereich von Straßenbahnhaltestellen nicht erlaubt. Welche Empfehlungen gibt es vom ÖMTC? Einerseits empfehlen wir auch Personen, die nicht dazu verpflichtet sind, einen Radhelm zu tragen, also auch ab 12 Jahre. Und das andere ist die Kennzeichnung sowohl der Beleuchtung an sich und auch der beabsichtigten Fahrtrichtungsänderung. Da zeigt sich, dass die E-Scooter nicht so optimal sind. Einerseits ist die rote Schlussleuchte sehr tief unten und andererseits haben wir Schwierigkeiten beim Handzeichen geben. Wir schlagen vor, sich im Handel Einrichtungen zu beschaffen, die sowohl ein Rücklicht als auch einen Fahrtrichtungsanzeiger, also Blinker, am Oberkörper oder im Bereich des Helmes ermöglichen, als Ergänzung zu jenen Einrichtungen, die ja vom Gesetz vorgeschrieben am Scooter selber sein müssen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter oeamtc.at Recht.